Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wins and Fails. Wie gestern schon angekündigt, ist heute Gold Shadow dran. Mein Self-Français damals zum Valentins-Event 2015 erschienen. Den kann man jetzt noch auf dem Pferdemarkt kaufen, den gibt es nicht mehr wie damals in Waledale. Ich bin unterwegs mit 44 auf Reiten, 24 auf Pflege, 40 auf Befehl sowie 26 auf Springen. Und Gold Shadow startet mit 27 Stärke, 22 Disziplin, 28 Geschwindigkeit, 17 Ausdauer sowie 25 Agilität. Wir sind heute, wie ihr erkennen könnt, beim Jorvik-Stall-Championat dabei. Wir stehen hinter der Farm meiner Namensvetter, nämlich der Sunfield Farm. Und ich hoffe, dass ich es diesmal nicht so kolossal verkacke wie die letzten Male, weil irgendwie ist mir hier ja immer was schiefgelaufen. Übrigens ist das, was ihr jetzt gerade so seht, so ein bisschen das inoffizielle Goldhoofs-Outfit. Irgendein gelbes Oberteil und die Decke hatte ich festgelegt und ansonsten konnte man alles frei entscheiden. Hosenfarbe, Helmfarbe, Handschuhfarbe, Stiefelfarbe. Nicht ganz quietschige Farben, nicht unbedingt quietsche Qualle, knalle Pink rumreiten. Eher etwas gedecktere Farben, aber feststehen nur die Farbe fürs Oberteil und die Decke. Und ich finde, es sieht super aus auf Gold Shadow. Gut, aber jetzt haben wir den jungen Mann hier mal genug beweihräuchert. Der muss jetzt erstmal Leistung bringen, um sich weitere Möhrchen zu verdienen. Und gucken wir mal, ob er die Leistung auch bringen kann oder ob ich ihn wieder irgendwo gegensemmel. So, da wollen wir doch mal loslegen. Ich bin in Gruppe 1, was jetzt hier gerade nicht wirklich weiter schwer ist, da wir nur eine einzige Championatsgruppe haben. Es ist wohl aber auf den anderen Servern nicht so krass. Ich glaube tatsächlich, dass Server 1 durch diese ganzen Verschiebungsaktionen mittlerweile ziemlich leer geworden ist, beziehungsweise einfach auch viele nicht mehr unbedingt ja, so den Bock auf die Championate haben, haben jetzt auch schon viele geschrieben. Sie sagen, okay, es ist halt immer dasselbe und irgendwann hat man keinen Bock mehr, die zu reiten. Ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mich mega drüber freuen, wenn ja mal wieder neue Championate dazu kommen würden. Championat in Mistfall wäre definitiv was Feines. Das gibt's doch nicht hier. Sie haben aber einige hier gebremst. Nein, ich will hier durch, Pferde. Ein Championat in Mistfall wäre definitiv sehr, sehr cool. Ich wüsste nur tatsächlich gar nicht, wo man da einen Championatsplatz hinpflanzen wollen würde, weil es da jetzt gar nicht so viel freie Fläche gäbe. In Epona konnte man ja schon relativ früh absehen, wo da ein Champi-Platz hinkommen könnte. Von daher, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob da noch einer hinkommt. Es wird bestimmt irgendwann mal einer kommen nach Epona. Die Frage ist nur, kommt der in diesen Teil Epona rein? Ich sage schon die ganze Zeit Epona, sondern Mistfall meinte ich. Kommt der in diesen Teil Mistfall rein? Oder kommt der dann eher in einen momentan noch nicht existenten Teil von Mistfall? Weil Mistfall ist ja so jetzt gerade aktuell auch noch nicht fertig. Da kommen ja noch zwei weitere Teile. So, da bin ich jetzt eben ganz gut rumgekommen, den Berg rauf. Mit diesem Pferd besser als mit vielen der anderen Modelle, wo ich gesagt habe, hey, ich bin doch genau gleich geritten. Warum komme ich denn da jetzt nicht rauf? Und jetzt bin ich tatsächlich sogar trotzdem hängen bleiben am Anfang wieder auf Platz 3 vorgerückt. Also ich muss wirklich sagen, ich reite mit dem alten Standardmodell mittlerweile sehr, sehr gerne Championate. So vom Reitfeeling her komme ich mit dem wirklich sehr gut klar. Und den kann ich persönlich nur empfehlen. So, Endspurt nochmal. Gut, Platz 3. Wunderbar. Endlich nochmal ein Win. Trotzdem Fail. So, wer war denn sonst noch alles dabei? Wir hatten die Luna Popberg, Jana Light Mountain, Kopa. Oha, mit russischem Nachnamen. Ich glaube, der Vorname ist aber auch nicht aus dem deutschen Launcher, ne? Kopa haben wir doch nicht. Ha, okay, interessant. Johanna Starchild, Sophia Starhawk, Claire Dragonland, Nina Summerford, Linnea Puppy Road, Ingrid Blue Knight, Lisa Swiftwell, Emily Purple Cloud und dann reihe ich mich ein auf Platz 3. Yay, endlich nochmal eine Schleife. Und ganz besonders herzliche Glückwünsche auch an Platz 2, Mandy Summerwave mit dem Isländer steht hier noch neben mir.
und auf Platz 1 die Julie Grey Hurricane. Gut, ihr Lieben, ich würde mich für heute von euch verabschieden, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ihr seht jetzt noch die Schleife und ja, morgen sehen wir uns dann zur Stadionsprecher-Version von Gold Shadow. Bis dahin, tschüss!